Und ja, wenn wir schon hier drin sind, dann sollten wir sie auch ordentlich ausnehmen. Aber ja, hier in den vorderen Bereich kommen wir nicht so einfach. Also die haben schon ein paar Schätze hier. Ja. Okay, Pfeile. So, das heißt. Und ja, ich sag wirklich Schätze. Weil Drakensang ist kein High-Fantasy-Spiel, wo es übelst viele magische Sachen gibt. Da ist man mit normalen Sachen einfach zufrieden. So, hier oben sind wir jetzt. Das heißt, wenn ich die runterkrachen lasse, kommt er dann hier hoch und guckt es sich an. Ihr verdammten Taugenichts. Ich hab doch gesagt, ihr sollt das ordentlich vernageln. Was zum Henker? Kann man hier nicht in Ruhe ratzen? Jetzt seht euch das an. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Ein Eindringling. Okay. Wir laden. Den Quicksave. Also gut, Gladys stellen wir am besten hier an der Leiter auf. Also wir müssen schleichen. Weil nur so werden wir nicht sofort entdeckt. So, und Breno hier, der haut die Holzwand runter. Folgt mir. Erzählt euch das an. Reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang fertig wird. So, den Hammer. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang. So. Jetzt geht es um, wenn wir wieder hinaus zu gelangen, damit ich den Hammer Jalik übergeben kann. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Du hast uns doch nichts zu sagen. Ihr könnt es ja mit dem Boss ausdiskutieren. Er will, dass der Übergang fertig wird. Ach, nur reg dich nicht auf. Genau, halb so schlimm. Ihr werdet das wieder in Ordnung bringen. Ist die Frage, komme ich hier runter, um entdeckt zu werden? Ja. Er will, dass der Übergang fertig wird. Der blickt zwar genau in diese Richtung, aber solange wir schleichen, sind wir halber unsichtbar. Du hast uns doch nichts zu sagen. So. Und hattet ihr Erfolg? Allerdings, seht ihr, Graf Corvins Hammer, da habt ihr ihn. Ausgezeichnet, ihr habt
Ihr seid wirklich ein wahrer Meisterdieb. Mit dieser Glanztat habt ihr der Gilde einen großen Dienst erwiesen. Hier, diese Handschuhe sind ein Geschenk von Quan. Probiert sie aus, wenn ihr das nächste Mal in fremde Taschen greift. Ich ziehe mich jetzt zurück. Das rate ich euch auch. Auf bald. So, damit ist auch die... eine Frage der Ehre. Der Hammer konnte von den Schwarzaugen erbeutet werden. Nun hat die Diebesgilde ein neues, sehr kostbares Aushängeschild für ihre Fähigkeiten. Sicher zweifelt jetzt keiner mehr daran, wer die wahren Meister, die Meister der Diebeskunst sind. Ja. So, kann eigentlich alles mal zu Breno hier. Fingerfertigkeitsbonus, wie praktisch. Ne, ich glaube, die gebe ich Gwendala. Toll, und jetzt haben wir Lederhosen, Lederhandschuhe, Lederarmschienen, Lederkappe. So. Das, das. Ja. Fellfetzen kann verkauft werden. Das hässliche Holzschild, die Sandalen. Ups. Dafür modisch und luftig, aha. Oh, der Topfhelm, der kann weg. Die Keule kann weg. Die Handschuhe und die Ledersachen, die behalten wir mal. Also können die Sachen weg. Ja, hier hat die eine Frau gearbeitet, die ermordet wurde. Mal gucken, was hat sie noch so da in ihrer Truhe. Ulmenholz und Gänsefedern. Also auch Zeug zum Behalten. Ja, dann gehen wir jetzt noch Quano besuchen und gehen dann wieder in unser Haus zurück. Unsere Truppe wieder vervollständigen und... ja, Waffen und so managen. Aber ja, Fingerfertigkeitshandschuhe. Vor allem plus 3 Fingerfertigkeit. Das ist diesmal sehr schöner Boost. Das hilft nämlich dann auch bei den Würfen aufs Schlösserknacken und bei Fernkampf. Robin Summer hat ein gutes Versteck bei uns gefunden. Das war gute Arbeit. Ihr seid zu Recht Mitglied dieser Gilde. Nun, nur keine Scheu. Sprecht eure Wünsche ruhig aus. Ja, was können wir bei dir noch lernen? Vielleicht besseres Ausweichen? Nein. Wäre zu schön gewesen. Gut, das heißt zurück zu unserem Haus. Ach ja, den Hafen wollte ich auch nochmal zurück, weil wir wollten ja... also ich wollte bei der Brauerei mal weiter gucken, ein bisschen die Ratten noch ausmerzen, jetzt wo wir etwas besser sind. Hier runter muss ich.
was gibt's denn spannend? Och, das ist doch langweilig. Ja. Ich hätte die Truppe dann auch gerne wieder ordentlich sortiert. Ados Anwesen. Oh, und Drakorium ist auch hier. Was gibt's denn? Ja, komm vor, Grimm, es gibt was zu tun. Ja, Vorgrim hat die Beinschienen übrigens, die ich dann Rulana geben möchte. Ja. Warte, ich habe vergessen, den Tanz zu verkaufen. Na gut, mache ich dann nachher. So, als nächstes brauche ich Gladys. So, so. Und ihr habt wirklich diesem finsteren Gesellen das Diadem eurer Geliebten beschafft? Ja, schon. Aber ich tat es aus Liebe, weil ich ihr Leben schützen wollte. Nicht aus Habgier. Dennoch war sie enttäuscht. Ich hoffe, sie verzeiht mir eines Tages. Oh, wie niedlich. Ihr seid ja wirklich verliebt. Ich hoffe, ihr könnt ihr Vertrauen eines Tages wieder erlangen. Ja, die unterhalten sich hier. Oh, was gibt's denn Spannendes? Lasst euch einfach überraschen. Kommt mit Gladys. Ja, jetzt haben wir Gladys. Und jetzt können wir hier in den Garten raus. Hier wird wahrscheinlich die Werkbank reingestellt und da drüben die Schmiede und der Alchemietisch da innen drin. Sanyasala Feyama. Wundervoll. Ja. So, dir wollte ich die geben. Folgt mir. Ei. Wobei, ich glaube, Gladys kann sie doch besser gebrauchen. So, wenn ich hier jetzt die Lederkappe aufsetze, sieht das sowas von scheiße aus. Ich find noch was Besseres für dich. Die Pfeile können noch zu dir. Ah, sind gleich ausgerüstet worden. So, das heißt, alle sind wieder ready. Gerade. Gucken wir mal der Wühlschrat noch schnell nach dem Wühlschrat. Der sollte ja auch jetzt hier unten hausen in unserem Keller. Ja, tut er auch. Allerdings macht er da nicht viel. Gut. So. Hier haben wir genau unser Zeug verstaut. Lederhandschuhe, dunkle Hosen. Dann hätten wir noch... Ja, die hier und ein paar Lederarmschienen für dort. Oder wie viele Lederarm... Ah, packen wir beide weg. Lederarmschienen. Beinschienen und Lederarmschienen. So. Das heißt, wir haben die Sachen zu verkaufen und die Sachen zu wegpacken. Rostige Nägel kommen zum Schmiedezeug. Hier kommen die, das Rümmholz und die Gänsefedern rein. Oh ja, die Verbände kommen zu ihr übrigens. Und der Rest kommt hier rein.
So. Bämmertblätter und Giftzähne. So, und in der nächsten Aufnahmesession, also bereite ich mich schon mal drauf vor und gehe erst in den Garten, dass wir dort unser Zeug mal wieder einsammeln können. Vor allem die Einbeeren. Einbeeren, Gulmont. Und Wirselkraut gibt's hier jede Menge. So, aber jetzt erstmal speichern. Let's Play 15. Speichern. Und dann machen wir hier erstmal einen Cut. Also, bis gleich.